Hey Leute, was geht ab? Euer Päckchenreiter ist am Start und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Heute gibt es wieder 5 Booster einer Serie, wo ich mich extrem gut auskenne. Nee, eigentlich nicht, ich kenne mich überhaupt nicht aus. War ein kleiner Spaß, nämlich es gibt wieder 5 Booster Slam Attacks Mayhem. Ja, genau, da habe ich ja noch richtig viele Booster zu liegen, deswegen können die jetzt einfach mal rausgehauen werden. Und ich denke mal, beziehungsweise ihr mögt die Serie. Und ich kenne mich mit der Serie nicht aus, deswegen passt alles. Hier als erste Karte haben wir Undertaker mit Werten von 92-92. Eine Star-Karte, The Great Khali. Alles klar. Dann haben wir hier eine Frau, nämlich Marci, keine Ahnung. Da fängt schon wieder an. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Michelle McCool, oioioi, Michelle McCool. Haben wir hier Kane, so ein dicker Typ mit Glatze. Und dann zu guter Letzt noch Barry Windham. Alles klar, nächstes Booster. Gucken, was wir hier so drin haben. Und wir fangen den zweiten Booster wieder mit Undertaker an. Weil hier haben wir eine Powerkarte drin, Breath. Nagel. Undertaker als Champion. Den hätten wir mal bei Booster Battle ziehen müssen. Richtig geil. Undertaker, richtig geile Karte. Sieht richtig hammer aus. Sehr nice auf jeden Fall. Packen wir mal hier unten hin. Es geht noch weiter mit 4 Basekarten. Michael, Tava, Santino, Marella. Duo-Karte von Hawkins und Archer. Und dann nochmal den Sledgehammer. Drittes Booster. Schauen, was wir da noch so drin haben. Aber eigentlich war das Pack-Opening bis jetzt schon richtig gut. Eine Star-Karte und Champion Undertaker. Tyler Wax. Michael McKillicuddy. McKillicuddy, keine Ahnung, Leute. Pay-Per-View. Todd Grisham, Yoshi Tatsu und dann hier noch wieder die Krücken. Vorletztes Boosterchen, alles klar. Starkarte, zack nach hinten. Ihr habt sie wahrscheinlich gesehen. Shut. Porter, wie eine Pay-Per-View-Karte, Royal Rumble. Dolph Ziggler. Duo-Karte von Porter und JTG. Und die Star-Karte haben wir hier wieder. Porter Signature Move Playmaker. Dritte Power-Karte im vierten Booster. Und jetzt kommt noch das letzte. Und wir haben ein Base-Pack zu guter Letzt nochmal. Pay-Per-View. Hier haben wir Jack Swagger. Swagger. Oh yeah. Hier so ein Feuerlöscher. Der sieht ein bisschen aus wie Tim Wiese. Tim Wiese im Pack. Hey, Leute, kommt. Der sieht wirklich ein bisschen aus wie Tim Wiese. Jetzt ohne Spaß. Hawkins. Jetzt habe ich einen Titel. Tim Wiese im Pack. Triple H. Und Casket Match. Okay, das Pack. Opening hat sich eigentlich gelohnt. Zwar sammle ich die Karten nicht, die Serie nicht. Aber irgendwann werde ich die Karten, denke ich mal, an euch raushauen. Champion Undertaker, 96,95, richtig coole Karte. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Haut rein. Euer Päckchenreiter ist raus. Tschüssikowski und ciao.